Ey, yo, Leute, was geht? Mein PC ist wieder hier und so. Und jetzt wird erstmal fett abgezockt. Wir sind jetzt hier an der Tritonenstraße wieder. Und sind jetzt auf dem Weg, um mit Dorian Trübsee zu reden. Ambrose hat noch jemanden zu Hilfe geschickt. Er muss seine Zweifel haben, dass Susi und ihr Bruder in der Situation gewachsen sind. Echt? Tja, das passiert eben, wenn man Sturmschüler die Arbeit eines Todesschülers machen lässt. Susi vermisst ihren Bruder. Ach, er versteckt sich bestimmt in Rabenheim. Aber gut, ich sehe nach. Wer weiß, was sich findet. In der Zwischenzeit könntest du mir bei meinen Untersuchungen helfen. Ich muss was über die Kampftaktiken der Untoten herausfinden. Wenn wir wissen, wie sie kämpfen, können wir sie schneller besiegen. Ich würde es selbst tun, aber ich, mir sind die Goldkarten ausgegangen. Das sollte kein Problem sein. Besiege einfach ein paar Spukgehilfen und Faulfutter. Melde dich danach wieder bei mir. Okay, die Spukgehilfen sind recht schlecht. Also, die haben kaum Leben. Aber was Mod, dat Mod. Also. Auf ihn mit Gebrüll. Hundert Schaden. Oh Gott. Der Typ ist stark, zu stark. Was macht der denn hier in der Stadt? Ey? Der ist doch Stufe irgendwas mit 60. 60 bis 69. Kein Plan welche. Yeah, verpatzt. Diese blöden Verpatzter nerven langsam. So. Wene, wene, Muffel. Ich nehme diesen Puffel. Oh, natürlich. Stufe 42er Zauber. Hör auf mich anzuschreiben. Mann. Guck mich mal. Leute, die mich anschreiben, nerven einfach nur rum. Okay, ich hab's damals auch gemacht mit meinem Starten. Oh. Aber wenn du selber stark bist und wieder so rangeschrieben wirst, nervt dich das nach einer Zeit. Ja. Okay, mit dem bin ich jetzt stark, aber trotzdem kein Bock. Ich hab meine eigene Quest zu erledigen. So, dann haben wir drei Spukgehilfen besiegt. Seht ihr, das ist der Höllifant. Macht auch viel Schaden. Und jetzt müssen wir noch zwei Spukgehilfen besiegen. Du hast eine Goldkarte erhalten. Das sind Zauberkarten, die man nur einmal verwendet. Gott, um Goldkarte. Ich finde es dafür ein gut. Ja. Sie kehren dann Kartenspiel. Okay. Dann besiegen wir mal noch zwei. Und das ist der erste. So, die Spukgehilfe. Ist besiegt. So. Aber da kommt noch eine, wenn die mal reinkommen würde. Ja. Dann hätte ich jetzt noch meine zwei, die ich noch besiegen muss. Und damit die Quest fertig. Es ist gut für mich. Mein PC ist am Start. So, jetzt ist der auch schon wieder hier. Das ist die Stufe 58er Attacke. Ja, Ifrit.
klingt ein bisschen dämlich. Ist aber really, really nice. Wie man gleich sehen wird. Der Ball so lange ja nicht verpasst. Ja, das ist ja immer noch das. So, und er tut's nicht. Da jetzt erstmal Genie. Mit dem Messer. Kriegt er noch kritisch. Hab ich ja auch schon was zu gesagt. Und dann macht er 2720 Schaden anstatt normal 895. Haben wir Panzerstiefel bekommen, einen Geisterriff und einen Ring, der uns 20 Leben mehr gibt. So. Und dann mal weiter. Auf zu den Vorfuttern. Ich glaube, der Besen läuft bald ab, oder? Ja, der läuft noch 4 Stunden. Den haben wir ja auf Stufe 4 oder ja, Stufe 3 oder 4 ganz am Anfang in der Einhornweg erhalten. Und den haben wir halt einen Tag lang. Oh. Ich glaube, hat da so einen Sturm. Wir stehen und das heißt, kassieren weniger Schaden. So, 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 Feuerkobold. Dann kommt jetzt ein Feuerkobold. Ja, mein Kleiner. Jetzt passen und dann ist der besiegt. So. Das ist Nummer 1 von 5. Nice. Nice. Und dann auf in den Kampf. Langweilig so alleine im Kampf. So. Dann machen wir das und machen wir das gleiche wie eben. Stöhnen. Mein Nierdner. Klingen ja selbst die aus meiner Klasse schon besser. Mein Gott, nein. Ist der weg? He's away. 2 von 5 Vorfutter. Gibt's hier irgendwo Leben? Nee, ne? Da, da, komm schon. Hä? Yes. Die falten da, aber ich muss Vollfutter besiegen. Das ist richtig, ich geh mal hin. Ich hoffe dann, dass ich in den Kaffee ein Vollfutter komme. Komm her, komm her. Komm ran, komm. Ja. Yeah. Und da kommt noch ein. Müsste jetzt noch ein Vollfutter kommen. Komm, komm. Ja, geht doch. So sieht das alles schon viel besser aus. Und da haben wir dann 4 von 5. Und dann sagen wir aber Tag. Tag, Tag. Ich gehe auf den, ja. Geht der eben. Ich habe den Faulfutter. Scheiße. Das hat er auch weggemacht. Stefanie Löwen hat so viel dein Freund sein. Jetzt habe ich einen neuen Freund. Das ist so eine neue. Die sind alle. Die haben alle noch keine Sterne drüber, oder? Oder? Der, ne. Das sind alles neue. Die haben alle keine Sterne drüber. Ja, das ist sweet. Oder hat die? Ne, glaub nicht. Ich bin der Einzige, der Sterne über dem Kopf hat. Alter, was geht denn bei der ab? Ich will hier nur chatten und Freunde finden, oder wie? Alter! Hi, 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 hi. Ach ja, die Zeichen habe ich früher immer gemacht. Nice. Oh.
Alter, die haben keine Hobbys, oder? Hallo. Schreib's einfach mal mit. Hey. Was geht bei dir? So ab. Das schreibe ich jetzt halt. Ja. Ah, ja. Alter, klingt ja echt toll. Er ist aufgesiegt. Boah, haut er sich die Schippe nochmal auf den Kopf. So, und dann der nochmal. Oh mein Gott! Ach, wir schreiben die ja hinten an. Oh, sie hat geantwortet. Oh Gott! Wir haben alle keine Ahnung von dem Spiel. Alle! Solange sie das jetzt nicht gucken, habe ich so bekommen. Die hat dafür eine Quest gemacht. Ach nee, die hat dafür was. Irgendwas war, ich will in deinen Einzelkampf, das geht schneller. Da hinten irgendwo, wo ich keiner nerv. Nice. So, Gott. Jetzt kommen wir nicht rein, ne? Zack, zack. Wieder die gleiche Tür mit dem Feuerkobold. Ah, ja. Immer diese Kobolde. So, und nochmal ein Feuerkold oder wie es man will. Feuer. Sei brav, du hast mich verpatzt. Solange nicht verpatzt ist gut. Und er ist besiegt. Und damit gehen wir dann auch direkt wieder zurück zu. Wie hieß er noch? Dorian Trübsee, genau. So, da sind wir jetzt bei Dorian Trübsee. Ob Susi darüber etwas weiß? Frage sie doch bitte. Und richte ihr aus, dass ich noch immer nach ihrem Bruder forsche. Marisch. So, dann sagen wir ihr kurz Bescheid. Was? Dann. Dorian braucht deine Hilfe? Wow, das wäre ja das erste Mal. Dorian hat recht. Normalerweise nutzen Untote keine Sturmmagie. Jemand muss sie dazu getrieben haben. Aber wer? Ich sah, dass sie ein merkwürdiges Medaillon trugen. Besiege ein paar Faulfutter und sammle sie. Bring sie dann zu Dorian. Vielleicht findet er heraus, warum die Untoten sie tragen. So, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und damit verabschiede ich mich. Ja, bye.